Moin, Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir nochmal weitermachen. Warum ist hier Stau? Lassen wir es mal weiterlaufen. Eigenartig, dass hier irgendwie Stau ist. Gut, okay, soll uns nicht daran hindern, jetzt einmal einerseits hier hinten einmal die Autobahn anzuschließen. Ja, los, fahr noch durch. Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Handy ausmachen. Naja, gut. Muss damit leben, wenn da mal ab und zu sich was meldet. So, das machen wir so und das so. Und jetzt hätten wir dann schon mal grundsätzlich erstmal unsere Verbindung in die Stadt. Und ich hoffe, die wird jetzt auch reichlich genutzt. Ich hoffe auch hinten am Kreisel, dass sich der Stau da wieder auflöst. Denn irgendwie gibt es da eigentlich gar keinen Grund für, dass es sich hier staut. Hat ja vorher auch funktioniert und sollte normalerweise immer noch funktionieren. Oh, das war's abgebrannt. Das müssen wir dann natürlich auch nochmal zing entfernen. Ja, im Moment verhalten sich die Autos relativ eigenartig. Das eine Auto, also das hier hinten, hat hier umgedreht und ist dann wieder zurückgefahren. Also hier unten an dem hat sich ja nichts geändert. Das ist ja wieder verbunden. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber funktioniert so erstmal. Im Moment haben wir eine relativ konstante Nachfrage und zwar nach allen drei Sachen. Ich bin gerade verwirrt, warum funktioniert das im Moment nicht? Warum staut sich das hier? Müssen wir mal kurz weiter beobachten. Nö, sollte normalerweise funktionieren, dass sie hier rein und raus fahren. Gut, okay, dann geben wir dem hier vielleicht eine etwas größere Straße. Machen wir das einfach so und dann sollte das auch passen. Ich hoffe, die benutzen jetzt auch die zweite Spur, die innere Spur. Nein, machen sie nicht. Hier hängt ein Auto. Da hängen zwei Autos. Also im Moment, Leute, ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt, warum es nicht weitergeht. Aber wir haben hier keine Ampeln, kein gar nichts und trotzdem geht es irgendwie nicht vorwärts. Gut, nichtsdestotrotz, wir wollten ja hier die Straße verlegen und dann machen wir das nochmal ganz kurz. So. Einmal das, dann Quatsch, so und so. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier, wie sieht denn das aus, wenn wir das mal ein bisschen von weiter beobachten. Nee, das sieht blöd aus. Da müssen wir erstmal einmal so. Und dann so. Und dann fahren wir hier einmal rein. Gut. Dann hätten wir das soweit auch geklärt. Dann nochmal die Commercial Zone zuweisen. Da passt noch alles. Dann mit dem Brush den Rest hier nochmal zuweisen als Wohngebiet. Ja, und jetzt haben wir hier auch eine größere Lücke dazwischen. Das sollte jetzt eigentlich besser passen. Entschuldigung, ich bin wie gesagt immer noch erkältet. Ja, dieser Stau, der macht mich im Moment gerade, weiß ich nicht, ganz wuschig. So, aber ich denke mal, wir können uns noch eine Straße leisten. Und zwar hier rüber, zack. Hätten wir das dann auch so weit. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Da müssen wir es nochmal rauslöschen und dann packen wir da nochmal Commercial mit rein. Passt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da auch nochmal kleine Geschäfte hier, so welche hier, so eine Zweier da irgendwie ansiedeln oder nicht. Aber gut, okay, Versuch macht klug. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Ja, genau eine kleine Stelle halt nicht. Blöd. Ah, hier vorne brennt es.
Schauen wir mal, kommt die Feuerwehr noch hin? Ja, sie ist noch hingekommen. Oh, das ist sogar ein Level 3 Haus, was im Augenblick sogar auf dem Weg zu Level 4 ist. Ich bin ja begeistert. Gut, soweit eigentlich alles ganz gut, bis auf, dass ich im Moment gerade ein bisschen irre werde. Ich lösche die einfach mal raus, die Fahrzeuge, indem ich hier ganz einfach das mal... Ach, das löscht es noch nicht mal die Fahrzeuge raus. Verdammt, das geht ja nur beim Update. Aber ich hoffe, dass sich so der Stau jetzt erstmal auflöst und dann können wir das wieder zu Einbahnstraßen machen. Fragt mich nicht, warum jetzt auf einmal ein Stau da ist. Jetzt haben wir wenigstens Ampeln, die das Ganze hier regeln. Und dann sollte der sich bei Gelegenheit dann auch mal auflösen. Komisch, dass sie überhaupt entstanden ist. Denn die ganze Zeit davor, wie gesagt, ist auch kein Stau entstanden. Gut, dann können wir es wieder zurück updaten. So, Stau hat sich jetzt aufgelöst. Alles wird gut, passt. Unser Kohlekraftwerk hat nur noch für 8 Wochen Strom, Kohle. Und ja, da müssen wir dann auch zusehen, dass wir das dann irgendwie anders hinkriegen. Aber wir waren ja jetzt damit beschäftigt, wir wollten ja Buslinien wollten wir machen. Und wie machen wir die? Hier haben wir eine Schule und hier haben wir eine Schule. Die würde ich ganz gerne als allererstes erstmal mit anbinden. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt vor der Schule eine Haltestelle. Und dann fahren wir ja da lang. Ne, machen wir anders. Machen wir auf der Seite. Da kriegen wir nämlich mehr mit. Und dann machen wir hier und hier eine Haltestelle und hier eine Haltestelle. Hier eine Haltestelle. Hier noch eine. Und da. Da. Und dann verbinden wir es. Gut. Die hat jetzt relativ viele Stops, die Bushaltelinie, Bushaltelinie, aber das macht nichts. So, gucken wir mal, wie viele hat sie denn? 8. 8 Stops hat sie und ich habe hier auch eine Mod installiert, also dass man die Buslinien dann besser umfärben kann. Und das machen wir mal. Wir nehmen einfach mal ein schickes Rot und färben die einfach mal rot ein und dann sehen wir das. Aber so kriegen wir mit einer Buslinie wirklich das gesamte Gebiet abgedeckt. Wobei hier die Bushaltestelle, die ist total prima, aber dass wir hier keine haben, dass wir nur hier eine haben, das ist es nicht so ganz. Gut, dann müssen wir mal hier unten in den Bustab reingehen, denn wenn wir hier oben in dem Bustab drin sind, dann funktioniert das komischerweise nicht. Weil wenn ich jetzt auf der Linie bin und dann einfach nur so mache, also das kurz links gedrückt halte und reinziehe, dann haben wir hier auch eine Bushaltestelle. Und da wollte ich noch eine haben, denn wenn wir später mal hier rausfahren, sollen die Leute die Möglichkeit haben, hier umzusteigen. Gut, aber wir schauen erstmal, wie sieht es denn aus? Wie macht sich das Ganze so mit der Bushaltelinie? Wenn wir jetzt erstmal etwas laufen lassen, aber ich denke mal, das müsste sich ganz gut machen. Bisher fährt nur ein einziger Passagier mit. Ist ja jetzt nicht so viel. Das ist im Normalbetrieb. Busse in Verwendung, 4 Stück. Ja, da sieht man sie auch, die Busse. Schön ist auch, dass sie im Moment, glaube ich, alle so ziemlich genau hintereinander wegfahren. Das ist irgendwie ein bisschen uncool. Aber die Passagierzahl, die steigt. Gut, okay, das wollte ich wissen. Ja, dann bauen wir mal noch eine. Da oben müssen wir erstmal nicht hin. Würde ich sagen... So, neue Linie, fangen wir mal hier an. Ja, dann halten wir ruhig am Friedhof, ist ja wurscht. Auch wenn die jetzt ein bisschen eng beieinander sind. So, fahren wir einmal dahin, einmal dahin, einmal dahin. Also ich baue lieber kürzere Strecken, aber dafür dann mehr.
So, und jetzt kommen wir hier hin, wo ich hin wollte, dass man hier einmal umsteigen kann. Dann fahren wir noch einmal hier rein. Halten nochmal hier an, um dann zum Botanischen Garten zu kommen. Halten hier nochmal an und fertig. Vielleicht ein bisschen zu viele Stops, aber naja gut, okay. Dafür haben wir jetzt eine relativ gute Abdeckung mit Buslinien. Und ich hoffe, das zahlt sich, wie gesagt, auch aus. Ja, 11 Stops, ist bald ein bisschen viel, aber umso mehr Umsteigemöglichkeiten haben wir, denn die Leute, die nutzen das wirklich, diese Umsteigemöglichkeiten. Und ich hoffe natürlich auch, dass das alles so ein bisschen den Autoverkehr, also dann reduziert, dass das alles ein bisschen entlastet wird. Hier drüben hatten wir ja schon angeschlossen. Was ich noch ganz gerne machen würde, das wäre dann halt hier rüber zu bauen. Und ich denke mal, auch das machen wir. Und dann löschen wir einfach mal die Straße hier raus und bauen dann auch hier nochmal eine Brücke rüber. So, auch einfach gerade. Einmal die Bild nach oben Taste drücken und dann könnt ihr mal sehen, hier die Rampe. Jetzt sind wir, da ist ja so ein Lineal mit dran. Jetzt haben wir ein Feld ausgemalt von dem Lineal. Und wenn man da zwei drüber geht, dann geht das noch mit der Rampe. Und jetzt klappt sie so komisch weg und das sieht fürchterlich aus. Also so ist das Maximum und das nutzen wir dann natürlich auch. Und dann müssen wir mal gucken. Irgendwann springt es über in drei kleine. Wollen wir drei kleine oder drei große haben? Ich würde sagen, drei kleine sehen irgendwie besser aus. Also es gibt dann immer so Snap-Points, wo sich das dann so ein bisschen verändert. Ja, drei kleine sieht irgendwie besser aus. So, und dann fahren wir wieder runter und hier haben wir wieder dasselbe. Und zwar ist das hier ein Quadrat und da kann man auch zweimal drüber gehen. Und beim dritten Mal, werdet ihr sehen, knickt die Rampe auch so komisch weg. Also so, und dann hat man auch schön... schön angeglichene Rampen, wenn ihr mal so guckt. Man muss sich einfach nur mal ein bisschen Zeit nehmen und dann funktioniert das auch mit den Rampen. So, und wir bauen es hier einfach mal bis hier vorne hin weiter durch. Machen hier nochmal vielleicht eine etwas gebogenere Straße. So, und dann wollte ich nochmal eine zweite Mülldeponie aufbauen. Bing! Ja, und damit die Jungs und Mädels auch korrekt umdrehen können, denn die fahren jetzt hier raus und fahren jetzt hier wirklich bis zum Ende durch, weil die irgendwie das nicht schaffen, da drüber zu fahren, geben wir ihnen nochmal eine Wendemöglichkeit. Das ist nur so eine angedeutete Straße. So, mehr muss das gar nicht sein, aber da können sie dann auf jeden Fall umdrehen. Später können wir dann die Straße auch wieder wegreißen, weil sonst würden sie immer bis zum Ende fahren und, und. So, wollen wir doch mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Wenden. Da ist der erste Müllwagen und er fährt raus und er fährt hoffentlich nicht bis zum Ende. Nein, er dreht in der kleinen Straße um. Nein, die schaffen das nicht gleich umzudrehen. Oh Gott, ist das... Naja gut, okay, der Verkehr ist teilweise wirklich witzig. Also ihr habt gesehen, der eine, der ist jetzt bis zum Ende durchgefahren. Die drehen ja wenigstens noch hier um, damit kann ich leben. Also das ist... Er fährt auch wieder bis zum Ende durch. Gut, dann machen wir das einfach mal so und dann können sie nicht mehr. Jetzt müssen sie in diese Straße reinfahren und müssen da drehen, weil es gar nicht anders geht. Zeitverschwendung. Mein Gott, die Jungs, die müssen Zeit haben. Müllproblem sollte damit auch beseitigt sein. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ja, 22% Auslastung, damit können wir doch leben. Wir sind ja noch immer auf dem Weg zum nächsten Meilenstein, mussten uns jetzt aber erstmal darum kümmern, dass wir hier ein paar Sachen geregelt kriegen. Und was ich noch machen wollte, das ist vielleicht, na, da wird uns bestimmt das Geld für fehlen, ja. Wir könnten eine Shopping-Statue könnten wir bauen. Nö, die möchte ich aber nicht bauen. Das heben wir uns dann auf für später. Vielleicht nochmal hier irgendwie einen schönen Park, irgendwas für Kinder, ja, eine Hüpfburg. Die wollte ich euch auch nochmal zeigen und dann bauen wir hier einfach mal die Hüpfburg hin und das erfreut die Leute ja dann auch immer im gewissen Umkreis. Und dann gucken wir uns die nochmal an. Und ich finde das witzig, das sieht voll lustig aus. Mir macht das Spaß. Gut, okay, haben wir da nochmal eine Hüpfburg. Mitten im Commercial District. Ah, den kann ich gar nicht ausmalen. Lässt er mich nicht. Gut, ist auch wurscht.
Alles wird gut. Ja, Folge auch schon wieder zu Ende. Viel haben wir gar nicht geschafft. Zwei Buslinien haben wir geschafft. Da wollte ich nochmal reingucken. Wie haben die sich jetzt eigentlich gemacht? Ja, immerhin, diese Buslinie, die hat 100%, also die Nummer 2, 100% der irgendwie Reisen verkürzt, also gespart. Und diese 53, also ich denke mal, das ist schon gar nicht schlecht, zumal sie ja hier auch beide die Umsteigemöglichkeiten haben. Man könnte jetzt noch eine Linie genau in die Gegenrichtung führen, aber ich denke mal, das ist zu viel, das ist too much für so eine kleine Stadt. Quatsch, das wollte ich gar nicht. So und so wollte ich machen. Dann wollte ich pausieren. Und dann sage ich für diese Folge auf jeden Fall erstmal tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.